Okay, nehme ich auf? Ich nehme auf, scheinbar. Sehr gut. So, ich habe dann den Distrikt mit dem Suburban European Blablabla ein bisschen ausgeweitet, sodass hier jetzt auch ein paar europäische Vorstadtgebäude aufgetaucht sind. Und das Ganze können wir dann jetzt hier noch an die Küste verlängern. Ist die Frage, ob wir da nicht vielleicht hier oder so so einen kleinen Park einbauen wollen. So einen Park-Park. So einen hier mit einem richtigen Parkgebiet. Ich meine, hier sind sehr viele Wälder. Hier könnte man... So. Hier rum. Da macht man Eingang. Und hier bei den Steinen, da könnte man vielleicht so Kanufahrten oder sowas einbauen. Schauen wir mal, was für ein Parkgebiet wir da hinbauen. Wir könnten hier ein Naturschutzgebiet reinbauen. Das wäre natürlich cool. So, das ist das Haupttor. Das bauen wir hier hin. Dann die Seitentore. Bauen wir eins hier hin. Bauen wir eins hier hin. So. Und dann müssen wir natürlich hier die Wege noch. So. Ein bisschen natürliche Schlängelung bauen wir da rein. Hier bauen wir einen rüber. So, sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Das Hickory Naturschutzgebiet. Karlsöhrensen-Park. So. So. Ob wir die jetzt hier noch brauchen, ist die Frage. Das scheint jetzt alles auch so zu gehen, über die Häuser. Also können wir die Oberleitung hier wegradieren. Die müssen da bleiben. Oh, wir brauchen hier oben vielleicht noch Müll. Was ist mit dem Müll? Müll ist hier. Wir haben ein... Oh, unsere Deponien sind voll und wir haben nicht genug Müll. Verarbeitungsgedöns. Okay, zwei reichen nicht. So, das reicht jetzt. Und wir brauchen Wasser. Müssen wir am besten ein paar Wassertürme bauen, da wenn wir noch mehr ableiten aus dem Fluss, ist der Fluss bald nicht mehr da. Und dann können wir hier gleich eins von den großen Klärwerken hinbauen. Die können wir hier reinbauen. Denn wir wollen auch für keine Überflutung mit Dreckwasser sorgen. Und wir brauchen ein Kraftwerk. Bauen wir halt ein Solarpanel-Gebiet.
So. Damit sind unsere Stromprobleme erledigt und jetzt können wir uns wieder daran machen, den Park hier aufzuhübschen. Gut. Park, Park, Park hier. So, hier könnten wir mal so ein zentrales Campinggebiet bauen. Denn hier ist nichts außer Weideland. Das ist direkt neben dem Krematorium, ist es ein bisschen ungünstig, aber was soll's. Das ist eine Feuerstelle. Ein paar Zelte hinbauen. So. Dann bauen wir da in der Mitte ein paar Bänke hin vielleicht. Schilder. Ein paar Campingtische. Feuerholzstand und Toiletten. Wo packen wir die Toiletten hin? Packen wir mal hier hin. So. So, das ist doch schon mal ein Campingplatz. Wir könnten hier noch ein paar mehr kleinere Zelte dazwischen bauen. Ah, dazwischen bauen geht nicht. Man muss sie an die... an die Straßen legen hier. Aber was wir hier dann noch machen können, ist ein paar Bäume hinhauen. Denn so sieht das ein bisschen arm aus hier. So. Besonders hier, wo es ans Krematorium grenzt, braucht man nicht so allzu guten Blick haben. Obwohl die Natur natürlich der richtige Ort ist, um mit der Sterblichkeit des eigenen Seins konfrontiert zu werden.
So, mal gucken. So, und der Park hat jetzt, glaube ich, schon dafür gesorgt, dass wir einen erheblichen Bedarf an Wohngebieten wieder haben. Das heißt, hier könnten wir jetzt vielleicht anbauen. Bauen wir noch einen Nebeneingang hin. Sehr schön. Also, das ist jetzt nicht, glaube ich, in dem Distrikt. Also würden hier keine suburban Gebiete gebaut werden, oder? Genau. Das heißt, wir können hier etwas anderes machen. So. So würde ich hier gerne, da wir schon in der Nähe zum Park sind, in Lütchenholm bauen wir Niedrigenergiehäuser und so. Gut, dann brauchen wir noch einen, wie gesagt, Nebeneingang. Hierhin, zack. Und müssen die Straßen verbinden. Zack. Und hier fehlt Wasser. Und unser Park ist schon abgelevelt. Mal gucken. Die Aussichtsplattform, die können wir natürlich sehr gut hier hinbauen. So, und einen kleinen Zeltplatz. Und das war's schon wieder. Okay. Mehr Einnahmen als Ausgaben, das ist gut. Richtlinien. Kein Feuerwerk und Recycling. Und Nachttouren, warum nicht? So, jetzt haben wir hier unsere wunderbaren Niedrigenergiehäuser. Ich weiß nicht, warum das alles Bungalows sind, aber ist halt so hier. Da gucken wir mal, wie das jetzt aussieht mit dem Landwert. Das ist jetzt alles grün. Das ist gerade mal so eben blau gewesen, so wie hier ungefähr. Und jetzt ist alles grün, weil ich habe ein paar Parks gebaut. Ich habe hier einen riesen Park gebaut. Hier. Seegrundstücke sind sowieso immer teurer. Ja, und speziell hier wohnen die Leute sehr gerne scheinbar mit ihrem freien WLAN und so. Das könnten wir hier übrigens auch nochmal machen, dass wir hier freies WLAN für die Leute einrichten und kontrollierten Drogenmissbrauch. Nee.
kostenloses WLAN. Und Parks. Oh, geschäftige Kleinstadt. Einzigartige Gebäude. Fahrradwege. Und noch mehr Straßenkram. Und ja, großes Krankenhaus und solche Sachen. Okay. Rauchverbot. Und Rauchmelder. So. Wir können wieder ein bisschen mehr Industrie gebrauchen. Zum Beispiel hier. So, also das scheint zumindest alles jetzt zu funktionieren. Auch die beiden hier, Tierprodukte, sehr gut. Werkstand, sehr gut. Das heißt, wir können hier... was ist das? Instandhaltungsgebäude, das bauen wir hier mit hin. So. Dann haben wir hier Getreidemühle. Hatten wir die überhaupt schon gebaut? Ich glaube nicht. Doch, da ist sie. Viehstall, Melkstand, Schlachthaus. Shit, Schlachthaus passt nicht hin. So. So. Dann können wir hier nämlich noch hinbauen, zack. Und ein kleineres, können wir die kleineren hier noch hinbauen? Hier, na gut. Naja, nicht schön, aber selten. Am krökeligen Kreisverkehr hier. Das kriegen wir nicht besser, oder? Naja. So, wie sieht der Verkehr aus? Hier gibt es einige Engpässe. Hier zum Beispiel. Und hier ist logisch. Können wir hier irgendwas verbessern? Ja, wir können hier... bessere Straßen hinbauen. Ah ja, und dass hier natürlich die Müllverarbeitung ist. Das ist auch noch so ein Hinkefuß, weil für die Stadt, weil das natürlich zusammen mit dem Verkehr vom Gewerbegebiet geht und deshalb unnatürlich viel Verkehr erzeugt hier.
Es ist eigentlich unser Forstnutzgebiet, aber da packen wir jetzt erstmal die ganzen Recycling Center rein. Sollte uns mit dem Müll und mit dem Verkehr ein bisschen helfen. Dann können wir hier vielleicht mal noch so ein Geothermie-Kraftwerk hinbauen, wo wir uns das gerade leisten können. Ja, und dann könnten wir hier eigentlich anfangen mit dem Forstgebiet. Aha. So, da können wir dann auch nicht nur das eine Holz, sondern wir brauchen alle Hölzer. Nadelbaum. Nadelbaum. Erlen. Erlen. So. Und dann können wir hier eine Sägemühle hinbauen. Ja, und hier ein paar Holzlager. Und das ist alles, was wir hier momentan bauen können, ne? Ja. Gut, dann brauchen wir ein neues Wohngebiet und ich denke mal, da wir hier erstmal nicht hinwollen, aufgrund der Windmühlen, wo ja keiner wohnen möchte von diesen Sims, müssen wir hier irgendwo anbauen. Die Frage ist, wo wir anbauen. Wir könnten an der Bahnlinie bleiben, hier könnten wir einen Bahnhof hinbauen, hier könnten wir anschließen und einen Bahnhof hinbauen. Können wir überhaupt schon Bahnhöfe bauen? Nein, dürfen wir noch nicht. Wir könnten Straßenbahnen bauen, aber das ist alles um Buslinien. Aber hier könnten wir jede Menge Wohngebiet bauen, weil hier ist nichts. Nee, hier ist nichts an Rohstoffen. Doch, hier ist Öl. Oh, wow. Hier ist jede Menge Öl, hier ist Eisen. Also das hier unten wäre das nächste Wohngebiet, was es uns anschreien würde. Langenberger Forstwirtschaft hat Stufe 2 erreicht, sehr gut. Aha. So, das kann hier hin. Bio-Pellet-Fabrik, wo bauen wir die hin? Hier hin. Sägemühlenlager. Wo
Und das war's wieder. Okay. Also müssen wir uns das Gebiet hier kaufen. Dann machen wir das doch einfach mal. Dann ist die Frage, wie wir uns da anbinden. Aber vermutlich hier so zwei Bahnhöfe. Und bis das möglich ist, müssen wir dann halt auf Busse zurückgreifen. Oh, es hat gebrannt im Naturschutzgebiet. Ein Zelt ist abgebrannt. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Weil das wollen wir nicht, dass es im Naturschutzgebiet brennt. Hier ist der Weg verschwunden. Das soll so nicht. So. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier brauchen wir ein Fire Department. Wir brauchen das mit dem Helikopter. Löschhubschrauberdepot. So, und da wir das jetzt haben, brauchen wir Feuerwehrturm. Können wir noch nicht haben, weil da brauchen wir mehr Leute, noch 2000 oder so. Aber wir können hier mal eine richtige Feuerwehr hinbauen, eine große. So. Und eine große Polizei. So, wie sieht das aus? Sieht doch gut aus, oder? Ja. Oh, wir müssen mehr Wohngebiete. Okay. Wir hatten das ja schon gekauft. Dann verlängern wir das hier einfach. So. Und dann gucken wir mal. Hatten wir hier nicht so setzbare Wohngebiete? Interchange. Wie sieht das hier aus? Ah. Ah, nee, wir hatten keine setzbaren Wohngebiete. Sowas hier. Nee. Müssen wir uns die Straßen selber zusammenbauen. So, hier können wir ein Baudenkmal hinsetzen. Dann können wir hier
Hier könnten wir vielleicht einen Park hinbauen. Einen kleinen Park. Können wir erstmal hier überall Wohngebiet reinzimmern. Und hier oben vielleicht Gewerbegebiet. Da haben wir es. So. Und natürlich brauchen wir auch hier Wasser und Strom. Dass da Leute einziehen, bevor überhaupt klar ist, dass Wasser und Strom hier hinkommt. Ich meine, die gehen wahrscheinlich davon aus, dass es da ist und fragen nicht, gibt es da überhaupt Wasser und Strom? Ja, Wasser gibt es nächsten Mittwoch und Strom kommt dann irgendwann dahinter. So, jetzt könnte man hier natürlich noch so ein Erdwärmeding hinbauen, weil die sind relativ... Oh, oder so ein Ding jetzt hier. Bin mir nicht sicher. Machen wir mal Erdwärme. Zack, fertig. So, jetzt wollten wir hier einen Park hinmachen. Aber hier kein Naturschutzgebiet, sondern so ein kleiner Stadtpark oder sowas. So, sehr gut. Gut, gucken wir mal. So einen hier. Big One, Haupteingang. Nebentor, Nebentor, Nebentor. Goodie. Und dann müssen wir hier am besten einen Zaun hinbauen. Ist das nicht super? So. Und so. Das lassen wir jetzt erstmal Stadtpark sein, bauen vielleicht noch ein paar Bäume rein und fertig ist erstmal. Oh. Warum kann ich keine Bäume reinbauen hier? Sind zu viele Bäume auf der Karte schon oder was? Sehr merkwürdig. Out of range exception, okay. Okay, hier bauen wir.
es scheint, das Game ist verbuggt jetzt. Das ist eher ungünstig. Naja, was ich gleich machen werde, ist es abspeichern und versuchen neu zu laden und damit das zu beheben. Aber ich weiß jetzt nicht so recht, warum ich hier nichts mehr setzen kann. Ja, ich kann auch keine Schulen mehr setzen oder nichts. Das ist alles sehr merkwürdig. Naja, aber ist eh schon wieder an der Zeit zum Abspeichern. Insofern bis zum nächsten Mal. Falls ihr Tipps habt, woran dieser Bug liegen könnte, sagt Bescheid. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wo wir versuchen, auf der gleichen Karte weiterzuspielen, was hoffentlich funktioniert. Ansonsten vielleicht auf einer neuen oder ich weiß es nicht. Bis dann und auf Wiedersehen.